Diese grundlegende Sache, über die wir reden, ist, den Boden am Leben zu erhalten für zukünftige Generationen. Denn Boden ist nicht unser Eigentum. Er ist ein Reichtum, den wir von vorherigen Generationen erhalten haben. Wir müssen ihn in diesem Zustand an die zukünftigen Generationen weitergeben. In den letzten 27 Jahren haben wir mit Hunderten von Landwirten gearbeitet. Wir haben lebendige Bauernhöfe geschaffen, auf denen Menschen 300 bis 800% mehr verdienen, als sie vor 8 Jahren verdient haben. Einfach, weil sie sich an eine Art der Landwirtschaft angepasst haben. Anstatt einem Landwirt zu erzählen, was er machen soll, was er benutzen soll und was nicht, sag ihm, dass das die Bedingung für seinen Bauernhof sein sollte. Mach es egal wie. Wenn du das machst, geben wir dir einen Anreiz. Es wird praktischer sein und Landwirte werden sich dafür entscheiden. Denn wenn ich zu dem Landwirt gehe, sprechen wir nicht über Ökologie. Wir reden nur darüber, seine wirtschaftliche Situation zu verbessern. Das ist der einzige Weg, wie es funktionieren wird. Worum ich bitte, ist nur, dass jede Regierung, wenn sie ankündigt, im Augenblick sind wir in Rumänien, der organische Anteil liegt bei ungefähr 1,35% im Durchschnitt. Wenn du sagst, wenn irgendein Farmer es bis 3% schafft, geben wir dir einen gewissen Anreiz. In 3 oder 4 Jahren, wenn du es bis zu 3% schaffst, werden wir, wie er ihn dorthin bringt, liegt an ihm. Der Landwirt kann den Weg wählen, den er gehen will. Das Wichtigste ist, wenn du ihn auf 3% bringst, geben wir dir. Das Wichtigste daran ist, schau, wenn ich Plendestanli benutze, wenn ich Pestizide benutze, gibt es für dich keine Möglichkeit, das herauszufinden. Das kann leicht auf dem Bauernhof herausgefunden werden. Man muss nicht ins Labor gehen. Also wenn er ihn auf 3% bringt, dann bekommt er einen Anreiz. Und sobald er die 3% erreicht hat, sollten die Unternehmen die Emissionsgutschriften bekommen. Das ist die zweite Anreizstufe. Die dritte Anreizstufe ist, nehmen wir an, dass du Äpfel aus 3% organischem Material produzierst. Dann wird er ein bestimmtes Regal im Markt bekommen. Zurzeit benutzen wir im Markt nur kommerzielle Begriffe. Es heißt, dieser Apfel ist biologisch. Was ist mit dem anderen? Ist er nicht biologisch? Gibt es sowas überhaupt? Es gibt für niemanden eine Möglichkeit, ganz genau zu messen, wie viel Düngemittel, wie viel Pestizide in diesem Apfel stecken. Man kann das nicht sagen. Niemand kann es zu 100% beurteilen. Aber es ist sehr einfach, den organischen Gehalt zu messen. Wenn du also sagst, dass dies von 3% organischem Gehalt kommt, dann gibt es genügend Wissenschaft, die dir sagt, wie viel Mikronährstoffbewertung und Anreicherung stattgefunden hat. Wenn du das bewertest, was sind dann die gesundheitlichen Vorteile durch die zusätzliche Nahrung, die du erhältst? Und was sind die vorbeugenden gesundheitlichen Vorteile? Was sind die Vorteile für die Nation in Bezug auf den Verlust von Arbeitstagen? Was sind die Vorteile in Bezug darauf, weißt du, nicht so viel für die Gesundheitsversorgung auszugeben? All diese Dinge, Wissenschaft, Daten sind bereits vorhanden, wir müssen nur hinzufügen, das sind 3%. Sagen wir, ich produziere 6% Bioanteil in meinem Bauernhof. Dementsprechend wird mein Apfel ein anderes Regal finden und so weiter. Aber das kostet vielleicht mehr. Aber anstatt 5 Äpfel zu essen, reicht es, einen zu essen. Das ist ein Unterschied. Ja, ich halte dies für eine sehr kluge Art der Messung. Denn das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen gute Indikatoren, die mehr über die Qualität der Landwirtschaft aussagen, über die Qualität der Pflege des Bodens und der Umwelt im Allgemeinen. Ich denke, dass dies etwas sein könnte, das übernommen werden kann. Thank you.